Hallo, grüße euch, Paraguay Live, wie immer, ich bin der Pit, liebe Grüße aus Paraguay. Heute, wenn ihr Lust habt, fährt ihr einfach mit mir in die Stadt Piribebuy, ganz nah. Ich zeige euch die typischen ökologischen Baumaterialien, hier was man im Prinzip in Paraguay benutzt. Ja? Damit man also wirklich nicht Hunderttausende von Euro ausgibt und halbwegs vernünftige Qualität bekommt. Also es geht um Bauqualität und wir sprechen heute über Baustoffhändler. Okay? Also kommt einfach mit. Hallo, grüße euch, Paraguay Live. Heute wirklich live aus Piribebuy. Wir sind ja hier an einem Baustoffhändler. Ja, direkt in Piribebuy gehen wir einfach rein und schauen wir uns die Baustoffe an. Und so sieht die Ausfahrtsstraße aus Piribebuy. Wir gehen nochmal live in die andere Richtung. So sieht es aus. Also gehen wir einfach rein und schauen, was das an. Ja. Hier sieht man Steine, seht ihr? Hier sind die Ziegel, also die einfachen Ziegel. Seht ihr? Ganz einfach, später fragen wir auch die Preise, kein Problem. Hier direkt Büroräume, wie man sieht. Und direkt sein Haus. Auch mit kleinen tragbaren Swimmingpool. So sieht das aus. Ja, für Kinder, ganz schön. Hier das nette Haus. So, und kleiner Spielplatz noch für die Kinder. Ja, aber wir wollten über die Baustoffmaterialien sprechen. Also schauen wir uns diese an. Also hier sieht man die Natursteine. Die kommen auch hier aus der Nähe von Piribebuy. Kostenpunkt ungefähr 6 Euro pro Quadratmeter wird das verkauft. Ja? Hier daneben haben wir diese Steine bzw. diese Ziegel zum Bauen. Wie ich gezeigt habe, diese kosten ungefähr 30 Cent pro Stück wird das verkauft. Also ein Stück 30 Cent ungefähr in Euro. So, das Zement kostet ungefähr jetzt 10 Euro der Sack. Also ich schätze mal, dass es viel teurer ist als Deutschland. Sollte man es auch berücksichtigen. Daher spart man so ein bisschen an der Mischung. Das heißt also, man nimmt mit dem Zement auch Calhidratada. Das heißt also Kalk, der praktisch mit dem Zement zusammen gemischt wird. Ja, und das kostet jetzt ungefähr 5 Euro. Ja, der Sack. Und das Zement war ungefähr 10, 11 Euro ungefähr um den Dreh rum. Genau so ist es. Also die Hälfte des Preises. So, hier seht ihr schon also fettige Säcke, so vorbereitet, bisschen abgewogen. Und was haben wir da drin? Sind Steine mit bisschen Erde. Ja, so wird es ja auch verkauft, natürlich in kleinen Säcken, um zusammen mit dem Zement bzw. mit dem Kalk zu mischen. Ja, also kein Müll an der Straße. So, sogar etwas ältere funktioniert alles. So sind wir
Paraguay Live. Schon zu Hause. Voll geschwitzt, wie man sieht. Heute ist nicht so heiß, aber wirklich kurz vor dem Gewitter. Also man schwitzt und zwar ordentlich. Aber wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war wirklich live. Live direkt vor Ort aus Piribabuy. Und ich hoffe, dass ihr viele, viele Daumen nach oben, also einfach unten einklicken, gefällt mir. Und für diejenigen, die den Kanal noch nicht abonniert haben, bitte einfach den Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Und bitte immer unten Kommentare, was hält ihr von den einfachen Baustoffen? Gefällt euch auch? Wollt ihr anders bauen? Was stellt euch ja vor? Interessiert mich wirklich. Okay, also bis dahin, euer Pit. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Video.